Willkommen zurück zu Evolent 32552, Folge, keine Ahnung. Ja, wir sind immer noch in Genua und erkunden noch ein ganz bisschen zu Ende und dann werden wir mal so dafür sorgen, dass wir einen Schlüssel für die Bibliothek da vorne kriegen. Ich hoffe, wir dürfen immer noch nicht hier rein. Wart ihr schon mal im ehemaligen Kaiserpalast? Ja. Oh, wie habt ihr das gemacht? Nur der Händlerrat hat Zutritt zum Palast. Ganz einfach, ich war Gefangener. Vor langer Zeit war das der Kaiserpalast. Jetzt arbeitet hier der Händlerrat. Die meisten Händler leben im Palast. Nur einige wenige, die wie Herr Schlamassel, wohnen in der Stadt. Herr Schlamassel. Ah, ja gut, jetzt kapiere ich das erst. Richtig lange Leitung. Mal ein paar Wochen lang. Wenn ich in diesen Brunnen blicke, denke ich an die Zukunft. Der Prophet hat sie uns offenbart. Er allein kennt die Wahrheit. Wasser wird die Welt überspülen und alles wird überflutet sein. Der große Zerstörer bereitet sich schon vor. Doch der Prophet wird uns retten. Okay. Klingt doch angenehm. Das Tolle ist, wenn es nicht so eintritt und sie nicht alle rettet, kann sich keiner mehr beschweren. Wie praktisch. Als ich noch klein war, habe ich oft auf den Straßen von Genua gespielt. Aber nach der großen Katastrophe wandelt sich die Stadt in einen schrecklichen Ort, in dem die Händler und der Prophet versuchten, die Macht an sich zu reißen. Und der Smog bringt mich zum Husten und viele Bewohner sind davon krank geworden. Seitdem besuche ich Genua so selten wie möglich. Ja, verständlich. Das hier sollte die Wachstube sein. Und da waren wir schon. Okay, das heißt, wir haben noch die Wachstube und das hier. Saku. Überprüfen wir zuerst alles noch einmal. Ist das nicht diese die sieht aus wie... Ja. Ich glaube, das soll die aus Street Fighter sein, oder? Kann das sein? Gab es nicht eine, die Sakura hieß und so ähnlich angezogen war? Natürlich in Erwachsenen. Mimi, hast du den Schlüssel? Ja, Saku. Ich hab ihn. Toll. Wie sieht's mit dir aus, Ribbon? Ribbon. Hast du die Karte? Ja, Boss. Ich hab die Karte. Hammermäßig! Hiermit erkläre ich Operation kein Spielzeug, aber viele Bücher für eröffnet. Oh, die haben einen Schlüssel. Los, lass uns die Kinder zusammenschlagen. Saku, ich glaube, wir sollten uns einen besseren Namen für unsere Operation ausdenken. Ich auch. Wie wär's mit Operation Super Mimi? Ja. Ah, nein! Mimi, es ist nicht nur deine Operation, sondern die von uns allen. Deshalb schlage ich vor, Operation Saku und ihre Freunde. Das musste jetzt kommen. Auf gar keinen Fall! Warum sollte unsere Operation nur deinen Namen tragen? Wie wär's mit, weil es meine Idee war? Und ich habe den Schlüssel von meinem Vater gestohlen. Ach so, das ist... Ah, das ist der Typ, der vorhin von Mimi geredet hat, ja. Wenn er das herausfindet, kriege ich mindestens 3 Tage lang keinen Nachtisch. Oh nein. Das heißt, ich bin diejenige, die hier das größte Risiko eingeht. Hört auf mit dem Streiten, ihr zwei. Ich will einfach nur die Bücher lesen, die in der Bibliothek versteckt sind. Ohne Spielsache ist es so langweilig. Also... Also, warum nennen wir unsere Operation nicht Operation Bücher für Ribbon? Oh Mann. Nein! Aber tut mir voll leid, irgendwie. Die wirkt ein bisschen sensibel. Ihr seid so gemein zu mir. Gleich fange ich an zu weinen. Achso, die ist schon dabei. Ribbon! Also jetzt echt, mach bloß kein Theater. Das ist ungefähr das, was die meisten heulenden Kinder ja dazu bringt, noch mehr zu heulen. Hey, wieso gehen wir nicht in unser Hauptquartier zurück, um den Namen zu wählen? Gute Idee, Mimi. Los, alle zusammen, zurück ins Hauptquartier. Dum 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 dum. Hey, wartet auf mich. Schnell hinterher. Wir wissen ja, wo das Hauptquartier ist. Da sieht man sie schon. Welche ist deine Tochter? Okay, sagt er nicht. Ja, plötzlich steht eine Truhe. Hi. Achtung, Mädels! Wir werden von einem unheimlichen Kerl angestarrt. Das? Nein, das ist nichts. Ist leer. Hä? Wer seid ihr? Was macht ihr in unserem Hauptquartier? Ich bin auf der Durchreise, ich suche nach einem Schlüssel, ich will euch helfen.
Operation Mega. Ja! Ja, nicht übel. Ich glaube aber, dass uns etwas Besseres einfällt. Das muss es einfach sein. Es war so schön, die kindische Antwort hier eingestand. Hä? Wer seid ihr? Was macht ihr denn hier? Nochmal! Okay. Ich bin auf der Durchreise. Oh, okay. Dann geht nur weiter. Das mit dem Schlüssel hören sie wahrscheinlich nicht gerne. Also sag ich mal, ich will euch helfen. Echt? Habt ihr das gehört, Mimi? Habt ihr das gehört, Mimi? Wieso guckt die so sauer da oben? Er will uns helfen? Aber wobei genau helfen? Gute Frage. Bei was helfen? Das wollte ich gerade fragen. Also, bei was genau wollt ihr uns helfen? Bücher stehlen, Spielzeug besorgen, ich brauche den Schlüssel. Bücher stehlen! Bücher stehlen? Echt? Seid ihr irre? Arbeitet ihr für den Geheimdienst des Propheten oder sowas? Glaubt ihr wirklich, wir würden so etwas zugeben? Vergesst es, ihr seid zu grün hinter den Ohren, um uns zu schnappen. Okay, ich will nochmal kurz gucken, was das ist. Dem Schlüssel? Welchen Schlüssel? Haltet ihr mich für einen Idioten oder sowas in der Art? Ja, war klar. Ups. Einmal so viel gedrückt, nochmal. Ich sollte aufhören, das immer so schnell wegzuklicken. Das habe ich schon öfter hier bei der Aufnahme in Bredouillen gebracht. Okay. Verdammt. Ich dachte, die redet jetzt nochmal ewig mit den Freunden. Spielzeug besorgen, ja. Spielzeug? Wofür? Wir brauchen kein stinkendes Spielzeug. Wir sind doch keine kleinen Mädels, die mit Puppen spielen. Wir machen viel spannende Dinge als das, stimmt's, Mädels? Oh ja, Sako. Aber sicher. Na also, seht ihr? Behaltet euer Spielzeug. Davon abgesehen ist das hier illegal. Hä? Wir können jetzt nicht sagen, wir brauchen Schlüssel. Also müssen wir noch irgendeine extra Information kriegen wahrscheinlich. Sagt mal, wisst ihr was? Ich mag Leute, die direkt sind. Vorhin war es doch wieder nicht so gut. Die direkt sind und wissen, was sie wollen. Also mal angenommen, ihr findet euren Schlüssel. Zum Beispiel in einem Tresor oder einer Truhe oder so. Und dann benutzt ihr ihn vielleicht, um in die Bibliothek zu gelangen. Und in der Bibliothek findet ihr, ach, was weiß ich, sagen wir mal, ein Buch. Würdet ihr es in diesem rein hypothetischen Fall zu uns bringen? Nein, okay, ja. Ich habe keine Lust, das nochmal durchzugehen. Versprochen? Ja. Hand aufs Herz? Ja. Also würdet ihr bei eurem Leben schwören? Ja. Also ich glaube, wir werden uns großartig verstehen. Halt euer Versprechen und ihr müsst euch um nichts Sorgen machen. Juhu! Schlüssel zur Bibliothek. Eröffnet das Tor zum Wissen und womöglich zu so manch neuem Problem. Tschüss! Ich sehe es kommen, wenn wir unser Versprechen nicht halten, reisen wir irgendwann in eine noch weitere Zukunft, dann sind die total verbittert und sind Assassinen geworden, um uns zu töten. Ja, eindeutig. Die Miliz wird nach und nach mit Patrouillen der Anhänger des Propheten ersetzt. Oh, ich bin aber kein Frevler. Vielleicht sollten wir diese Dinge voneinander getrennt bleiben. Ja, finde ich auch gut. Ich habe vor, ein paar Jahre lang der Miliz zu dienen. Danach will ich genug sparen, um ein wohlhabender Händler zu werden. Das könnte schon passieren, steht doch in unseren Verfassungen. Naja, bisher ist es kaum jemandem gelungen. Außer den Söhnen von Händlern natürlich, aber das ist noch normal, oder? Jedenfalls werde ich zu den ersten gehören, die ganz groß rauskommen. Ich muss mich nur an einigen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Ja, das ist total möglich. Glaubt ihr an den großen Zerstörer? Wenn ihr dem, was die Anhänger des Propheten sagen, Glauben schenkt, wird es die Welt vernichten. Wenn man sie aber nach dem genauen Datum fragt, sind sie alle ziemlich vage. Vielleicht dauert es ja noch ein paar Jahrhunderte. Ich bin der Miliz beigetreten, um Genua zu verteidigen, nicht um Frevler festzunehmen. Außerdem wird die Definition von Frevel jeden Tag noch umfassender. Ich weiß nicht, wo das enden soll, wenn es so weitergeht. Vielleicht werfen sie zu guter Letzt alle in den Smug. Die werfen Leute in den Smug? Krass. Nein, nicht noch eine Tür, die ich betreten darf. Oh, Entschuldigung. Naja, ist Winter, Erkältungszeit, wisst ihr Bescheid. Nein, nicht nehmen. In der Kommode. Okay, danke. 50 Gold.
Jetzt fühle ich mich irgendwie mies. Nach einem langen, schweren Tag ruhen sich die Mitglieder der Miliz hier in der alten kaiserlichen Wachstube aus. Schon komisch, wenn man bedenkt, dass während des Krieges vor 100 Jahren Soldaten hier lebten und den Krieg zu gewinnen, hatten sie bestimmt sehr fähige Leutnants. Ist das irgendeine Anspielung darauf, dass das irgendein Trottel hier Leutnant gewesen war? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich würde lieber hier alles in der Taverne essen. Dann könnte ich Geld sparen und mir ab und zu eine Mahlzeit bei McDonald's leisten. Allein beim Gedanken läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Schon traurig, wenn das einzig Gute im Leben eine Mahlzeit bei McDonald's ist. Sowohl der Prophet als auch die Miliz haben ihre Regeln. Erste Regel der Miliz, über die Miliz wird nicht gesprochen. Zweite Regel der Miliz, über die Miliz wird nicht gesprochen. Und fragt mich bloß nicht nach Regel Nummer 34. Oh Mann. Den Film, auf das anspielt, habe ich so erst vor kurzem gesehen. Finde ich gut. Ja gut. War ist ja auch ein ziemlicher Klassiker. Zumindest die... Von wegen die erste Regel ist, man spricht nicht darüber. Regel 2 ist genau das gleiche irgendwie. Ach ja. Ach, kann man auch rein. Na wunderbar. Das Dumme ist, ich musste gerade ganz kurz mitten im Gespräch eben kurz unterbrechen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie lang die Folge ist, ehrlich gesagt. Das heißt, ich werde jetzt einfach noch 5 Minuten machen und hoffen, dass es nicht zu lang wird. Sagen wir 4. Und naja, wenn ich Pech habe, ist es zu kurz. Wenn ich richtig viel Pech habe, ist es zu lang. Naja. Das alte kaiserliche Gefängnis wurde aufgegeben, weil es nicht mehr gebraucht wurde. Ach, Kriminelle gibt es nach wie vor jede Menge, vor allem Frevler. Aber sie unterzubringen und zu versorgen war zu teuer. Versteht mich nicht falsch, wir sind keine Barbaren. Wir richten sie nicht hin oder so etwas, das wäre sowieso viel zu teuer. Nein, stattdessen schicken wir sie in den Smug. Bisher ist noch keiner jemals zurückgekommen, aber immerhin geben wir ihnen eine Chance. Hier kommen wahrscheinlich bald irgendwelche Mutantengegner. Ihr seht nicht aus, als wärt ihr hier aus der Gegend. Wenn ich euch einen Rat geben darf, versucht in der Nähe von Anhängern oder bestimmten Mitgliedern der Miliz nicht zu freveln. Mir persönlich macht es ja nichts aus. Manche von ihnen sind aber ein bisschen übereifrig. Was man unter Frevlern versteht? Ach, das gibt es jede Menge und sie scheinen täglich noch komplizierter zu werden. Wisst ihr was? Sagt am besten einfach gar nichts. Ihr seht sowieso nicht besonders redselig aus. Das stimmt. Dann machen wir es mal. Oh Gott, sind wir plötzlich schnell gelaufen. Machen wir uns mal auf den Weg zur Bibliothek. Okay, ich dachte gerade, hier wäre noch irgendwas. Zur Bibliothek? Schade, ich dachte, wir sehen Ellie nochmal, aber die war jetzt weg. Dürfte ja tatsächlich sonst noch ein paar mehr Leute hier drin sein, oder? Ich meine, es haben ja mehr Leute den Schlüssel. Schon wieder so eine Mario. Achso, ich dachte gerade, wieso ist denn hier links noch was? Die sehen vielleicht albern aus. Ist das nicht Professor G? Nee. Der Dekan. Willkommen in der Bibliothek von Genua. Ihr seid also die neuen Studenten? Ja. Ich bin der Dekan der Bibliothek von Genua. Wir Forscher widmen unser Leben extrem wichtigen Angelegenheiten. Warum es juckt, wenn man von einer Mücke gestochen wurde zum Beispiel? Ach, wir beschäftigen uns nicht mit der Suche nach einem Heilmittel oder ähnlichem Unsinn. Zu wissen, warum es juckt, ist eindeutig viel interessanter. Übrigens spreche ich auch über meine eigene Forschung, wenn die Zeit es zulässt. Ich bin ein Experte beim Untersuchen der antiken Zivilisation der Magi. Oh, wie praktisch. Vor allem der Legenden der späten Antike, die sich mit ihren merkwürdigen Kräften befassen. Doch bevor ich euch mehr darüber erzählen kann, müsst ihr euer Studium beenden. Oh oh. Fällt eigentlich keinem auf, dass es ein Dämon ist? Es ist nur so, dass, also, Professor, wir haben es ziemlich eilig und... Ruhe! Ihr seid Studenten und in der Bibliothek redet ihr euch der Autorität eures Professors unterwerfen. Es sei denn, ihr wollt nichts lernen. In diesem Fall, verschwindet! Bitte vergibt Student Trundle, Herr Dekan. Es wäre uns ein Vergnügen, eurem Unterricht beizuwohnen. Vor allem den Lektionen über die Margeliten. Stimmt's, Trundle? Ja, mehr oder weniger. Äh.
Nun ja, da ihr so fest entschlossen seid, fangen wir an. Ihr braucht Leistungspunkte für 6 Kernfächer. Fächer, die sich mit verschiedenen Themen befassen. Oh nein, jetzt muss ich auch noch im Spiel studieren. Das ist ja furchtbar. Unterhaltet euch dafür einfach in der Bibliothek mit meinen Forschungskollegen. Jeder von ihnen wird euch eine Aufgabe stellen, die euch Leistungspunkte für ein bestimmtes Fach einbringt. Ihr könnt euren eigenen Lehrplan wählen. Ihr seid nicht verpflichtet, alle zu erledigen. Aber vielleicht habe ich eine kleine Belohnung für euch, wenn ihr alle 8 abschließt. Okay, wissen wir schon, was wir machen. Außer eines ist wirklich scheiße, dann lassen wir es. Habt ihr alles verstanden? Ja. Hervorragend. Dann viel Spaß beim Lernen. Kommt wieder, wenn ihr fertig seid. Und auf keinen Fall vorher. Ich hasse Unterbrechungen. 0 von 6. Erinnert mich an meinen alten Professor. Ich habe immer gern gelernt. Das macht Spaß. Gleich sagt er auch wieder irgendwas. Er scheint viel über die Magie zu wissen. Er kann uns sicher viel über die Magieliten erzählen. Jo. Gut, und ich werde jetzt den Part mal beenden und hoffe, dass es von der Zeit ungefähr hinkommt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Evoland 2. Ich bin schon sehr gespannt, was wir alles Interessantes lernen werden. Immerhin sind die Magi doch die Herren der Currywurst, wie wir aus dem Intro des Spiels noch wissen. Gut, bis dann. Tschüss.